Kassel Airport, schon mal davon gehört? Schon mal von hier gestartet? Nein? Kein Wunder, der Flughafen glänzt nicht gerade mit einem hohen Passagieraufkommen. Seit 10 Jahren gibt es ihn jetzt schon und seitdem sorgt er vor allem für Negativschlagzeilen. Hier werden Steuergelder im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft gejagt, sagen Kritiker. Wir zeigen dir heute bei Hessenschau das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, was an dem Flughafen so alles nicht nach Plan läuft. Einchecken für 101 Passagiere nach Teneriffa. Alles ganz entspannt hier am Kassel Airport. Surftasche kann man direkt aufgeben? Ja, aber es geht an Sperrgepäck, das machen wir sofort. Bitte? Ich wiege das hier vorne. Legen Sie mir das ruhig hier ab. Machen wir das gleich hier und dann passt das. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Arbeitszeiten, da wir halt im Winter nicht so viele bzw. am Tag nur einen Flug haben. Die 3 Stunden gehen auch dann ganz schnell rum. Im Sommer ist natürlich mehr besetzt, dann haben wir auch mal 4 Schalter offen. Kassel Airport, ganz so wie er beworben wird, der Wohlfühlflughafen. Von Hektik keine Spur. Ganz entspanntes Reisen, würde ich sagen. Wir kommen direkt aus der Region, von daher ist es für uns natürlich am einfachsten, von hier zu starten. Und 20 Minuten Anreise, keine Warteschlange. Das ist natürlich ein großes Plus für Kassel einfach. Super Anfahrt, kostenfreie Parkplätze, stressless einchecken. Wunderbar. Ja. Sehr verehrte Fluggäste, Ihr Sonderflug SR 3130 nach Teneriffa steht nun zum Einsteigen bereit. Wir wünschen einen angenehmen Flug. Gerade mal einige wenige Flüge pro Woche. Keine Verbindungen zu den großen Städten der Welt, lediglich Urlaubsflieger. Eine überschaubare Anzahl von Passagieren beim Boarding. So sieht sie aus, die Realität am Kassel Airport. Eigentlich sollten hier 660.000 Passagiere für den wirtschaftlichen Aufwind sorgen. Hochfliegende Pläne abgestürzt. Die Bilanz der vergangenen 10 Jahre, sie ist eine düstere. Seit 2013 kam der Flughafen in keinem einzigen Jahr auch nur annähernd an die einst hochgesteckten Passagierzahlen ran. Das beste Jahr bisher war 2018 mit knapp 132.000 Passagieren. Im selben Jahr kam der Frankfurter Flughafen pro Tag auf mehr. Am Kasseler Airport arbeiten 155 Menschen, 73 davon in Teilzeit. Die Personalkosten im Jahr etwa 6 Millionen Euro bei viel zu geringen Einnahmen. Jahr für Jahr Millionen Defizite. Das Geld, das die Anteilseigner des Flughafens, also die Kommunen und das Land Hessen, ausgeben, um die Verluste auszugleichen, das ist immer das Geld vom Steuerzahler. Ein Millionengrab, das es nicht nur in Kassel gibt, sondern bei Regionalflughäfen allgemein. Matthias Warnecke vom Bund der Steuerzahler sagt, der Kassel Airport muss dringend handeln. Es kann nicht so ein weiter so geben, dass Jahr für Jahr Millionen vom Steuerzahler dort in diesen Flughafen fließen, damit, um es mal auch deutlich zu sagen, letztlich ja vor allem Urlaubsreisen in die Sonne finanziert und subventioniert werden. Allein der Bau vor 10 Jahren verschlingt etwa 280 Millionen Euro. Bezahlt zu 68% vom Land, zu jeweils 13% von Stadt und Landkreis Kassel und zu 6% von der Gemeinde Calden. Aus Steuergeldern. Das Geld steht nicht zur Verfügung für die Ausgaben für Schulen, für Bildung, für lokale andere Infrastruktur und andere Zwecke. Für Calden eine belastende Situation damals. Die Gemeinde hält 6% der Flughafenanteile. Die Verluste des Airports drohen den Haushalt der kleinen Stadt mit ihren 7.500 Einwohnern zu erdrücken. Wer muss drunter leiden? Kindergärten, Sportvereine, andere Vereine. Das sind die, die auf der Strecke bleiben wahrscheinlich. Jetzt spart die Gemeinde. Schon letztes Jahr wurden die Kindergartengebühren erhöht. Auch die Grundsteuer steigt. Ein neuer Flughafen. War der notwendig? Konnte er überhaupt Erfolg haben? An einem Ort, um den herum es nun wirklich keinen Mangel an Flughäfen gibt? Das Geschäftsmodell der Regionalflughäfen analysiert für die Deutsche Bank Erik Heimann. Wir haben eine relativ hohe Dichte an Flughäfen in Deutschland. Das heißt, selbst wenn man etwas abseits der großen Flughäfen wohnt,
ist man doch meistens in 1,5 bis 2 Stunden maximal an einem Flughafen und kann von dort aus dann auch die Welt bereisen. Die Ausbauprojekte, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, haben sich in der Regel weder aus verkehrswirtschaftlicher noch aus anbindungstechnischer Sicht für die jeweiligen Regionen gelohnt. Es käme auch niemand auf die Idee, parallel zu einer nicht ausgelasteten Autobahn noch eine weitere zu bauen. Bisher hat der Flughafen die Steuerzahler etwa 360 Millionen Euro gekostet. Und jedes Jahr kommen weitere Millionen hinzu. Für die Verantwortlichen von einst und heute kein Grund, dieses Projekt zu überdenken. Mein Wunsch wäre, dass man nach 10 Jahren dann auch mal aufhört, die Grundsatzfrage zu stellen. Der Flughafen ist gebaut, das ist eine politische Entscheidung von vor 20 Jahren politisch Verantwortlichen getroffenen. Ich war mit dabei, will ich ausdrücklich sagen, und ich stehe auch nach wie vor dazu. Aber mir wäre es lieb, wenn man jetzt mal den Status quo einfach akzeptiert und gemeinsam darauf hinwirkt, dass sich dieser Flughafen weiterentwickelt. Wir sehen durchaus, dass das eine schwierige Frage auch für die Politik ist, sich einzugestehen, dass es eine Fehlinvestition war. Und am Ende des Tages muss man sich eingestehen, dass dieser Flughafen niemals profitabel sein wird. Und dann muss man auch die Reißleine ziehen. Und das könnte heißen, den Flughafen dicht zu machen. Was sagt ihr? Würdet ihr am Kasseler Airport festhalten oder den Standort schließen? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns ein Abo da.